Hallihallo, Hallöchen. Wir machen wieder Mordvorstellung und zwar DDR-Mordvorstellung, sage ich mal. Und zwar haben wir hier einen K700, der kommt zwar aus dem Osten, aber ja, den haben wir in der Deutschen Demokratischen Republik auch auf den Feldern gesehen. Also schauen wir uns das ganze Ding mal an. Kostet 13.000, so wie er hier steht. Gibt es noch in verschiedenen Motorvarianten. 235, 250 und 300 PS. Kostet gerade mal ein Tausender mehr mit 300 PS. Und wir kaufen den mal. Okay, das ganze Ding finden wir natürlich unter Großtraktoren. 13.000 ist natürlich für 300 PS ein Witz. Also sehr günstig, wollte ich sagen. So, da sind wir noch im ZD. Da sind wir im K700. So. Also ich finde es cool. Der Stern müsste von mir aus nicht drauf sein, aber ist halt so. Texturmäßig finde ich den noch gar nicht so schlecht. Da sieht man ihm das Alter an. Aber ich nehme an, der hat noch genauso viel Kraft wie zum ersten Tag. Auch hier hinten beim Tank, ne? Da sieht man ordentlich, wie das der Diesel schon vorbeigesuppt ist ein bisschen. Kann ja mal ein bisschen was auf den Boden kommen. So. Aber ich würde sagen, wir starten mal. Boah, ist schon mal angesprungen. So, Beleuchtung geht. Scheinwerfer hinten. So, sonst hat er hinten gar keine weitere Beleuchtung. So, Rundumlicht geht auch. Blinker hat er auch nicht. Ist alles Luxus. So, sonst haben wir, können wir hier auch weiter nichts öffnen. Wir fahren mal los. Wow. 30 km/h schnell. Aber klingt ganz gut. Hat jetzt auch nicht groß was zum Ziehen. Rückwärts geht er 15, vorwärts geht er 30. Wir können nur Motorvariante wählen. Wir können keine Reifen andere drauf machen oder sonstiges. Brauchen wir ja auch nicht. Hier sind wir übrigens auf der Karte LPG schwarze Pumpe. Es ist noch genau passend hier für die Vorstellung der DDR-Geräte. So, also ich finde es cool. Vielleicht wollt ihr mit dem Ding auch demnächst bei euch rumfahren. Dann findet ihr den Link dazu in der Videobeschreibung. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mod. Ciao, ciao.